Einen wunderschönen guten Morgen. Bedanke mich für das zahlreiche Erscheinen trotz dieser warmen, schwülen, sommerlichen Temperaturen. Und unser Innovationssprecher Gerhard Deimek und unser Umweltsprecher Walter Rauch werden Ihnen heute interessante Informationen zu den E-Fuels näher bringen. Ich bitte um das Wort. Danke. Ja, auch von meiner Seite einen schönen guten Morgen. E-Fuels oder erneuerbare synthetische Kraftstoffe sind ja mehrmals in der letzten Zeit in die Diskussion gekommen, auch und vor allem in der Diskussion um den Verbrennermotor als das klassische Aggregat in der Mobilität. Und während auf der einen Seite sich Teile der Europäischen Union und auch unserer Bundesregierung gegen den Verbrennermotor ausgesprochen haben, hört man auf der anderen Seite aus der Wissenschaft, der Forschung, aber auch Industrie und Wirtschaft regelmäßig Töne, dass mit einem Zulassungsverbot des Verbrenners nicht nur ein Schaden für uns als Land und unseren Wirtschaftsstandort ist, sondern dass man ganz im Gegenteil auch sich Bereiche der Forschung, der Entwicklung und der Wirtschaft nimmt, in denen man durchaus weiter entsprechende erfolgreiche Gebiete und wirtschaftliches Wohlergehen generieren könnte. Wir glauben daher grundsätzlich, dass man von vornherein einen ganzheitlichen und einen technologieneutralen Ansatz nehmen müsste. Und wir glauben auch, dass es in diesem Zusammenhang falsch ist, ideologiegetrieben unseren Wohlstand zu gefährden. Wir glauben, dass eine größtmögliche Freiheit in der individuellen Entscheidung grundsätzlich auch bei der Art der Mobilität anzuerkennen ist und dass man das in Summe in einem globalen Zusammenhang auch sehen muss. Das heißt, letztlich soll jeder Mensch für sich selbst entscheiden, wirtschaftlich und so weiter, was er für welche Technologie verwenden möchte. Und die Politik ist angehalten, ein entsprechendes Umfeld dafür bereitzustellen. Daher mal grundsätzlich die Frage, was sind überhaupt E-Fuels? Das sind flüssige, synthetische Kraftstoffe, die aus erneuerbarer Energie sind, aus Wasser, CO2 aus der Atmosphäre oder eben aus Biomasse. Und der Vorteil dieser Kraftstoffe ist, dass sie im ganzen Kreislauf eine CO2-neutrale Umwandlung von Energie darstellen. Das heißt, sie sind komplett klimaneutral und damit ist auch ein Betrieb von Motoren und Kraftfahrzeugen klimaneutral möglich. Und jene Menge CO2, die dabei generiert wird, ist vorher aus der Atmosphäre entnommen worden. Warum glauben wir, dass wir die E-Fuels brauchen? Es ist ganz einfach, Kraftstoffe, egal ob jetzt fossilen Ursprungs oder erneuerbaren Ursprungs, haben eine sehr hohe Energiedichte und sie lassen sich ganz leicht transportieren und speichern. Und das sind gleichzeitig die großen Unterschiede beispielsweise zu Strom, zu Elektrizität. Transportieren ist auch leicht dort, aber speichern und die hohe Energiedichte, das heißt ein kurzer Betankungsvorgang, sind die wesentlichen Unterschiede. Abseits vom klassischen Individualverkehr, also dem Pkw-Verkehr, sind daher allein aus diesen Gesichtspunkten E-Fuels für den Flug- und für den Schiffsverkehr, aber auch natürlich für den straßengebundenen Schwerverkehr absolut notwendig und sind andere Konzepte sind aus unserer Sicht nicht zielführend oder im weitesten Sinne umsetzbar. Das heißt, wenn wir diese Mobilitätsformen, Flugverkehr, Schiffsverkehr, straßengebundener Güterverkehr, wenn wir das aufrechterhalten wollen, dann werden wir um den Einsatz von E-Fuels nicht umhinkommen. Dazu, und das ist zwar ein Nebeneinschauplatz, aber man darf das nicht außer Acht lassen, gibt es viele Anwendungen im Bereich der Industrie und vor allem im Bereich der Wärmegewinnung.
Was sind jetzt vom wirtschaftlichen und gesamtökonomischen Argument her die Punkte für E-Fuels? Und zwar ist das erste einmal Effizienz versus Überschüsse. Während direkt aus erneuerbarer Energie der Strom relativ effizient umzusetzen ist in der Mobilität, haben wir ja im Vergleich zu den erneuerbaren Kraftstoffen, also zu den E-Fuels, eine geringere Effizienz. Und das wird immer als Argument herangeführt, ja, die wären ja dann teurer, weil sie so ineffizient sind. Das Argument stimmt nur fast. Das erste ist, dass wir in unseren Breiten, also wenn wir von Österreich, von Mitteleuropa, von Europa ausgehen, dass wir nicht direkt den Strom aus Photovoltaik oder aus Windkraft oder aus Biomasse direkt dafür nehmen wollen. Wir brauchen diese erneuerbare Energie sowieso im direkten Bereich der Stromversorgung. Wenn wir daher diese Mengen nehmen für die Mobilität, für Flugverkehr, für Schiffverkehr, für LKWs, dann entziehen wir uns in vielen Bereichen, wo wir es direkt verwenden können, diese Mengen. Wir glauben daher, dass es sinnvoll ist, und da gibt es ja genügend Ankündigungen und auch Umsetzungen in anderen Ländern, beispielsweise, und zwar die klassischen Sonnenländer, der ganze arabische Raum, der ganze Bereich in Afrika, auch in Südamerika und so weiter, wenn wir den dort verwenden, wenn wir den dort erzeugen, wenn wir dort E-Fuels erzeugen, dann ist das Ganze sehr günstig im Endeffekt, um es nach Europa, um es nach Nordamerika oder auch in die asiatischen Verbraucherländer zu transportieren. Das heißt, wenn ich dort eigens für diesen Zweck erbaute, nennen wir es jetzt Kraftwerke, Photovoltaik, Windkraft und so weiter. Wenn ich die dort baue, dann habe ich die Möglichkeit, zusätzliche Energie zu gewinnen und ich werde diese Energie nicht günstig als Strom zu uns nach Europa bringen oder nach Nordamerika. Den großen Batterietransporter, den gibt es nicht und die Kabel wird es auch dafür in der Form so nicht geben. Aber als Kraftstoff, als flüssige Energiequelle ist es durchaus darstellbar und auch vor allem wirtschaftlich darstellbar. Ich habe schon erwähnt, Speicherung, Transport, Verteilung. Wir können für diese E-Fuels alle derzeit verwendeten Versorgungsspeichernetze und vorhandene Tankinfrastruktur nehmen. Wir brauchen nichts neu bauen, nichts neu erfinden. Es ist das derzeitige Netz direkt verwendbar. Strom im Vergleich dazu ist natürlich auch der Transport leicht möglich. Wir kommen aber bei der Speicherung an Systemgrenzen. Es ist nicht überall ein Pumpspeicherkraftwerk erbaubar, vor allem in den flachen Regionen. Und wir merken es derzeit bei der Infrastruktur für die Betankung. Betankung über 230 Volt Hausnetze ist ziemlich zäh, dauert lang, ist unhandlich und die sogenannten Schnellladestellen sind auch nicht überall in dieser Dichte vorhanden, wie man es vielleicht brauchen würde. Wir glauben daher in Summe, dass wir, und das war schon immer die Triebfeder unseres Wohlstandes, unserer Entwicklung, wir glauben, dass wir einen Wettbewerb bei den Technologien brauchen. Politisch ist dieser Wettbewerb sogar sicherzustellen. Es ist nicht Sache der Politik, durch Verbote in den Markt reinzugreifen. Immer wenn die Politik, egal in welchem Bereich der Technologien, in den Markt eingegriffen hat, hat es entweder Probleme mit der Marktverfügbarkeit oder mit dem Preis gegeben. Im Endeffekt war es immer eine Verteuerung für den Konsumenten. Und wir glauben, dass so wie in den letzten 2000 Jahren auch weiterhin der Wettbewerb der besten Technologien, der Wettbewerb der besten Dinge auch uns weiter im Wohlstand weitertreiben wird. Wir wollen keine Reduktion des Wohlstandes, wir wollen keine Reduktion dessen, was sich die Menschen leisten können. Wir wollen eine Weiterentwicklung. Und wenn man auch aus der grünen Ecke immer wieder hört, dass der Verbrennungsmotor gegen das Elektroauto keine Chance hätte,
dann verstehen wir ganz im Gegenteil nicht, warum man dann auch noch die Notwendigkeit nicht, das Ganze zu bekämpfen. Wenn man dem Markt die Freiheit lässt, wird er sich entsprechend entwickeln. Damit gebe ich weiter an den Walter Rauch. Ja, danke. Es hat ja der Bundeskanzler versucht, vor circa einem halben Jahr hier betreffend des Verbrennungsmotors eine Initiative zu ergreifen und hier eine technologieoffene Diskussion auch in der Industrie und in der Wirtschaft anzuregen und anzukurbeln. Man sieht ja, was ist nach diesen 6 Monaten, 7 Monaten jetzt übrig geblieben? Im Endeffekt nichts, weil dieser Alleingang, den er da gestartet hat, ja im Endeffekt im Sande verlaufen ist. Was ja im Endeffekt der ganzen Sache nicht sehr dienlich war. Warum? Weil gerade was den Verbrennungsmotor betrifft oder zumindest die technologieoffene Diskussion oder auch die Weiterentwicklung, dass es hier natürlich auch für Österreich ein wesentlicher Wirtschaftsstandort ist und hier nicht nur ein Wirtschaftsstandort, sondern auch mit sehr, sehr vielen Arbeitsplätzen. Also wir reden hier circa von über 400.000 Beschäftigten in Österreich, die damit direkt oder indirekt betroffen sind. Konkret jetzt zu den E-Fuels. Die Erzeugung wäre ja positiv auch in entwickelten oder in unterentwickelten Regionen, hier den Ausbau und den Aufbau zu generieren, warum auch hier in diesen Ländern Wohlstand zu generieren und auch hier globale Energie und Partnerschaften zu erzeugen und zu machen, um hier natürlich auch gerade wo Sonne und Wind wesentlich besser funktioniert als in Mitteleuropa. Zum Beispiel in Afrika, wo wir über 4.300 Sonnenstunden pro Jahr haben in der Sahara. Oder zum Beispiel in Südamerika, in Chile, wo wir 4-mal mehr an Windenergie haben als zum Beispiel in Deutschland, wo zum Beispiel solche E-Fuel-Erzeugungsanlagen dran gehängt werden an diese Windkrafträder. Warum in diesen entwickelten Ländern diese E-Fuel-Anlagen zu machen, was natürlich auch ein wesentlicher Faktor wäre, auch hier Wohlstand zu generieren in diesen Ländern und hier natürlich auch den Menschen diese Exporttechnologie zur Verfügung zu stellen und natürlich auch dadurch den Migrationsdruck nach Europa zu verringern. Das wäre unser Ansatz und unser Ziel in diesem Bereich. Das wäre eine wesentliche Entlastung in der Asylindustrie Richtung Europa, aber natürlich auch wesentlich für uns als Sozialstaat in Österreich. Ein weiterer Punkt, den der Gerhard Dermek schon angesprochen hat, ist natürlich die Klimaneutralität. Hier ist ja das große Thema 2040 und das wird ohne E-Fuels aus unserer Sicht nicht möglich sein. Warum? Weil es hier natürlich auf der einen Seite den Verbrennungsmotor von Seiten der grünen Ideologie her mit 2035, wo es auch schon einen Beschluss des Europäischen Parlaments gibt, hier den Verbrennungsmotor bis 2035 nicht mehr zu erzeugen, was natürlich ein wesentlicher Wirtschaftsfaktor wäre in Mitteleuropa, Deutschland, Österreich, Frankreich, hier diesen Verbrennungsmotor zu verbieten. Das würde natürlich ein wesentlicher Arbeitslosentreiber also sein, das in dieser Art und Weise, ich glaube, die industrialisierte entwickelten Staaten, so wie Österreich, Deutschland, Frankreich, aber auch Teile von Italien, hier massiv davon betroffen wären. Deswegen unser Ansatz, innovationsoffen hier zu agieren und auch die Möglichkeit des Verbrennungsmotors so weiterzuentwickeln mit den E-Fuels, dass es hier auch weiterhin möglich ist, auch einen Verbrennungsmotor zu haben und zu erzeugen. Die Klimaneutralität ist ohne diese E-Fuels nicht möglich und zu bewerkstelligen und daher muss es hier auch im Bereich dieser Technologie Weiterentwicklungen geben und die Konsequenz daraus wäre, auch wenn die E-Fuels nicht generiert werden könnten, in dieser Art und Weise, dass die Europäische Kommission oder das Europäische Parlament hier
das verbietet, dass es hier der Verbrennungsmotor, also mit den Kraftstoffen Diesel und Benzin, weiter in der gleichen Form gemacht werden müsste. Ein weiterer Punkt, was hier natürlich ist, alles was die Atomkraft, die Erzeugung von Atomstrom betrifft, der Ausbau in diesem Bereich. Man sieht es ja in Deutschland, wo natürlich aufgrund der Taxonomie die Europäische Kommission den Atomstrom als grün eingestuft hat, ist hier natürlich ein wesentlicher Punkt, nachdem die Deutschen hier die Atomkraftwerke abgestellt haben. Mittlerweile fahren sie schon langsam wieder hoch, weil sie wissen, dass sie mit den herkömmlichen oder alleine mit den erneuerbaren Energien nicht auskommen, um eine flächendeckende Versorgung der Bevölkerung, aber natürlich auch der Wirtschaftsbetriebe haben. Aber warum hat Frankreich so gedrängt darauf, in der Taxonomie die Atomkraft als grün einzustufen? Ganz einfach, weil sie mit dieser Einstufung als grün hier zu jedem Atomkraftwerk ein F-Fuel-Kraftwerk dazu bauen werden und möchten. Das heißt, im Endeffekt ist dann dieser Kraftstoff E-Fuel automatisch auch grün. Das heißt, man kann über diese Schiene auch CO2-Zertifikate generieren und hier natürlich einen zusätzlichen wirtschaftlichen Effekt erzeugen. Was natürlich im Umkehrschluss bedeutet, nachdem die österreichische Wirtschaft sehr, sehr abhängig ist von der deutschen Wirtschaft und natürlich auch von der Autoindustrie, heißt das natürlich im Umkehrschluss, dass wir hier einen Wettbewerbsnachteil haben, wenn hier Deutschland nicht im gleichen Atemzug hier mit agieren würde. Kurz zusammengefasst zum Schluss, Atomstrom, Atomkraft ist aus unserer Seite in dieser Art und Weise abzulehnen. Da gibt es ja auch einen einhelligen Beschluss hier von Seiten des Nationalrates, von allen Fraktionen. Und bedeutet, dass wir hier diese Technologie in dieser Form, wie sie jetzt besteht, ablehnen und daher auch dieses Greenwashing ablehnen, mit Atomstrom und hier die grüne Energie zu generieren, so wie es die Europäische Kommission vorgelebt hat. Diese Ideologiefantasien von Seiten der Grünen, die sie hier versuchen, uns tagtäglich einzubläuen, auch jetzt mit dem Thema CO2, das möchte ich noch anbringen, die CO2-Steuer, die massiv ist, betreffend der Teuerung auf der einen Seite, uns die Bevölkerung uns hier belastet und dass wir jetzt seit 1990 den niedrigsten Messwert haben, hängt natürlich aus mehreren Faktoren zusammen. Ein wesentlicher Faktor ist, dass es da und dort in der Wirtschaft schon kränkelt und wir hier im Endeffekt einen Motor brauchen, der so betrieben ist, dass die Wirtschaft wieder funktioniert und dass es hier auch mit den grünen Fantasien uns hier als Wirtschaftsstandort zu schädigen und dass nachhaltig und über Jahrzehnte endlich hier ein Schlussstrich gezogen wird. Danke. Ich danke für die interessanten Vorträge. Sie haben nun die Möglichkeit, zum Thema der Pressekonferenz Fragen zu stellen. Ich bitte Sie nur zuvor, Name und Medium zu nennen für unsere Online-Zuseher. Mehrere Fragen. Frage Nummer eins ist, sämtliche Autohersteller setzen auf E-Mobilität, manche auch schon weit früher als 2035. Reiten Sie da nicht ein totes Pferd? Die zweite Frage ist, wir haben jetzt keine Energieabhängigkeit von Nordafrika, dann haben wir eine. Ist das wirklich sinnvoll? Und die dritte Frage ist, Herr Deimek, Sie haben gesagt, man soll nicht durch Verbote in den Markt eingreifen. Sie, Herr Rauch, wollen keine Atomenergie bei E-Fuels. Also was geht jetzt, in den Markt eingreifen oder nicht eingreifen? Danke. Ja, zuerst einmal zu den Autofirmen. Wenn wir nicht von den Firmen als solches, sondern von Standorten sprechen oder von Teilkonzernen, natürlich ist es für europäische Automobilkonzerne wichtig, auch im E-Auto-Bereich Produkte anbieten zu können. Dazu war es notwendig und ist es nur immer notwendig, den Standortleitern entsprechende Bonifikationen für eine Produktionserweiterung zu geben. Und das ist für die natürlich ein Motivator. Wenn man sich global die Autoproduktion ansieht,
merkt man, egal ob jetzt Asien, Japan, Südkorea, China, dass natürlich viele Produkte und auch vor allem in den USA viele neue Produkte im E-Auto-Bereich kommen, dass aber sehr wohl zumindest für die Heimmärkte, das heißt US-Heimmarkt, Lateinamerika-Markt, asiatischer Markt, auch nach 2030 und 35 und 40 Autos mit Verbrennermotoren gebaut werden. Wie sich der europäische Markt entwickelt, kann ich von, aus heutiger Position nicht sagen. Ich weiß nur, wenn sich Europa komplett aus dem Verbrennergebiet zurückzieht, ist es gleichzeitig Ertrags- oder eine Wohlstandssache. Weil, dass die, wenn ich einen freien Markt habe, dass ich mit den E-Mobilities, mit der E-Mobilität genauso günstig bin wie im anderen Bereich, glaube ich nicht. Der Markt wird es zeigen. Also wir brauchen auch bei den Herstellern weiterhin Produkte, Autos, LKWs und so weiter, mit konventionell, also die auf konventionellen Kraftstoffen, dann natürlich substituiert durch E-Fuels, funktionieren. Also dem Verbrennermotor, wie es so schön heißt. Das Zweite war die Abhängigkeit. Wir haben derzeit schon eine Abhängigkeit, nicht nur bei anderen Energieformen, vor allem im Bereich der Treibstoffe. Die Mengen, die RAG, OMV und so weiter im Bereich von Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und so weiter gewinnen, sind gering. Es ist ein reines Substitut. Das heißt, es würden noch andere Länder wie Chile oder andere südamerikanische Länder dazukommen. Generell ist es aber ein Importprodukt. Das würde bleiben. Es würde nicht sozusagen eine zusätzliche dazukommen. Und das Dritte war, glaube ich, für die, ja. Also ich bin da einer ganz anderen, wir reiten hier kein totes Pferd, denn dieses Pferd wurde ja gar nicht aufgezäumt in dieser Art und Weise, denn gerade diese Technologie ist ein wesentlicher Fortbestand des Verbrennungsmotors auf der einen Seite, was wichtig ist von der Technologie her und auch von der Weiterentwicklung hier als Industriestandort. Das ist das eine. Und das andere, was natürlich ist, auch es wurde ja Jahre oder Jahrzehnte, mittlerweile jetzt seit über 7, 8 Jahren oder 10 Jahren, immer gepredigt, E-Mobilität, E-Mobilität, E-Mobilität. Ja. Aber, jetzt kommt das Aber, wenn ich die notwendige Energie diesbezüglich nicht habe, dann tue ich mir schwer, dass ich diese Mobilität auch in dieser Form aufrechterhalten kann oder eine gesamte Systemumstellung herbeiführen kann. Also brauche ich Alternativen. Und diese Alternative ist mit E-Fuel gegeben. Und die Abhängigkeiten, die Sie, die Frage, die Sie gestellt haben, die haben wir jetzt mit allen anderen Formen der Energien genauso. Also wir sind zwar im Strombedarf jetzt, den wir jetzt aktuell haben, aufgrund der Wasserkraft, aufgrund der erneuerbaren Energien, Eigenversorger, aber aufgrund des Exports und Imports, der hier passiert, und der Netzleitungen, gibt es natürlich der Stromhocker Marschall. Also der Atomstrom von Frankreich kann genauso aus dieser Steckdose kommen wie aus vielen anderen. Nur der Punkt ist der, wir sagen konkret hier, dass Atomstrom und die Förderung von Atomkraftwerken mit dieser Technologie, die sie jetzt hier ist, nicht förderwürdig ist und hier keine europäischen Mittel dafür eingesetzt werden dürfen. Ich hätte noch einen Nachtrag zum Thema der Abhängigkeiten. Und zwar Energieabhängigkeiten sind in aller Munde. Wenn man aber auf E-Mobilität setzt, muss man eins berücksichtigen. Das Antriebsaggregat ist nicht nur der Elektromotor, wir brauchen auch einen Speicher, sprich der Tank übertragen ist dann die Batterie. Und wenn man sich die Zusammensetzung der derzeitigen Akkusätze und Batteriesätze anschaut, dann kommt man ganz leicht drauf, wo die neue Abhängigkeit sein wird. Sie ist materiell bei der materiellen Zusammensetzung der Akkumulatoren, seltene Erden und so weiter. Und länderspezifisch sind wir bei einer Abhängigkeit von China. China, die einen Einflussbereich in den Ländern hat, wo diese Materialien gewonnen werden. China, dass die Akkus
produziert und China das die Technologie auch entsprechend entwickelt hat und bereits produziert mit den neuen Technologien und auch entsprechend weit vorne für neue Technologien zur Speichertechnik ist. Das heißt, umgekehrt würde man mit E-Mobilität eine neue Abhängigkeit sogar aufmachen. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Ich sehe keine. Somit bedanke ich mich für Ihr Kommen und wünsche Ihnen noch einen schönen Arbeits- oder Urlaubstag. Dankeschön. Danke. Danke.